Hallo, ich grüße euch alle hier auf meinem Swisscat-Boot. Ich musste mich jetzt mal kurz vom Wasser in eine geschützte Ecke verziehen. Starker Sturm zieht auf. Ich glaube, ihr hört es auch im Mikrofon etwas rauschen. Und ich möchte jetzt die Zeit nutzen, die Angelpause, um euch endlich mal meinen treuen Begleiter, mein Swisscat-Boot, was mich die letzten 5 Jahre in allen Situationen bei allen möglichen Angelbedingungen, bei allen möglichen Jahreszeiten auf den verschiedensten Gewässern Europas immer zuverlässig und sicher an den Fisch gebracht hat. Seit guten 15 Jahren bin ich beruflich auch in der Angelbranche aktiv. Ich arbeite für die Firma ZEPCO Europe als Produktentwickler. Dort ist es meine Aufgabe, Angelgeräte von der Idee im Kopf bis hin zur Zeichnung auf dem Blatt Papier, die erste Testphase, die Tests am Wasser, die ersten Fische damit zu fangen, bis hin zum Verkaufsstart in den Angelläden komplett durchzutesten und auf Herz und Nieren zu prüfen. Bei dieser Tätigkeit ist natürlich auch ein zuverlässiger Begleiter, ein zuverlässiges Boot, mit dem man alle möglichen Gewässertypen, riesige Binnengewässer, stark strömende Flüsse, Kanäle, alles eigentlich, was einem so an Wasser vorschwebt, befahren und beangeln kann. So, ich glaube, jetzt haben wir Glück. Jetzt kann ich den Schirm wieder wegmachen. Den Anfang als junger Angler, wie ihr sicherlich auch, habe ich natürlich mit einem Schlauchboot gemacht. Dann ist irgendwann ein Faltboot gefolgt und irgendwann kam ich um ein größeres Boot nicht mehr drum herum. Für mich war es wichtig, Material transportieren zu können, sicher auf großen, stark strömenden Gewässern unterwegs zu sein, auch schnell unterwegs zu sein und natürlich auch, wenn es darauf ankam, auf dem Boot übernachten zu können. Ich habe mir dann irgendwann im Laufe der Jahre ein gebrauchtes Boot eines amerikanischen Bootsherstellers geholt, war da auch eine Zeit lang sehr, sehr gut mit auf dem Wasser unterwegs und habe dann irgendwann mal bei einer Wallatour in Italien Marcel Lehmann kennengelernt. Er kam als Gast vorbei, hat sein eigenes Boot mitgebracht, was schon relativ untypisch ist. Und zu diesem Zeitpunkt, das ist glaube ich 6 oder 7 Jahre her, hatte ich damals auf dem großen Fluss Italiens das erste Swisscat live sehen dürfen. Ich bin dann relativ schnell mit Marcel ins Gespräch gekommen und er erklärte mir, dass er seit 1963 in seinem Familienbetrieb Boote baut. Unter dem Namen Swisscat vermuten die meisten, Schweiz ist natürlich logisch, Swiss, Schweiz, Cat, Catfish, ein Schweizer Wallerboot. Der Name Swisscat ist aber eher auf die Bauweise des Bootes zurückzuführen. Der Ursprung und die Idee dahinter, die Firma sitzt in der Schweiz, Cat bedeutet aber nicht Catfish oder Katze, sondern Katamaranbauweise. Die Bootsschale ist aus einem Doppelrumpf, ähnlich dem eines Katamarans, aufgebaut und dadurch wird der Bootskörper sehr kippstabil und sehr spurtreu auf dem Wasser. Marcel erzählte mir dann weiterhin, dass er hauptsächlich für die DLRG, Rettungsdienste, Feuerwehr, für die Armee individuelle Boote ganz nach Wunsch baut, funktionelle Boote ganz auf die Wünsche des Eigners angepasst. Boote, die zum Retten von Menschenleben geplant und gebaut werden, müssen natürlich äußerst zuverlässig und strapazierfähig sein. Und da war natürlich mein Interesse sofort geweckt. Als mir Marcel dann noch erklärte, dass seine Swisscat-Boote 100%ig unsinkbar sind, war ich natürlich komplett aus dem Häuschen. Nachhaltigkeit und Unsinkbarkeit hat bei dem Swisscat-Boot einiges gemeinsam.
Ihr werdet es nicht glauben, aber in meinem Boot sind viele, viele PET-Flaschen in einem doppelten Boden zusammengefügt, sorgen damit für einen optimalen Auftrieb und schützen auf der anderen Seite natürlich unsere Gewässer. Denn wenn man PET-Flaschen auf diesem Wege recyceln kann, um die Unsinkbarkeit eines Bootes zu garantieren, was gibt's denn Besseres? Nach weiteren Gesprächen zusammen mit Marcel über seine Swisscat-Boote am Ufer des Po beim Wallerangeln kam natürlich auch irgendwann für mich der Wunsch auf, ich selbst möchte gerne so ein Swisscat-Boot fahren, speziell auf mich abgestimmt, speziell auf meine Bedürfnisse beim Angeln gefertigt. Und so kam es zustande, dass wir uns einige Monate später bei ihm in der Aare-Werft in der Schweiz getroffen haben. Ich bin darüber gefahren, habe mich mit ihm an den Tisch gesetzt und habe ihm meine Vorstellungen von einem Boot, von einem Wallerboot, von einem speziellen Angelboot auf mich zugeschnitten auf Papier gebracht. Ich hatte mich im Vorfeld vor meinem Besuch schon auf der Website der Aare-Werft schlau gemacht und wusste schon ungefähr, welche Bootstypen, welche Bootslängen, welche Bootsformen für mich in Frage kommen würden. Ich habe mich dann relativ schnell für ein 20er bzw. 21er Swisscat vom Grundaufbau her entschieden. Das Boot hat eine komplette Länge von 6,33 m und eine Breite von 2,15 m. Diese Maße und Bootsgröße bieten mir persönlich das optimale Verhältnis, den optimalen Mix aus Platz, auch für mehrere Angler beim Angeln, und Transportvolumen für einiges an Gerätschaften, die ich bei meinen Angeltouren immer mit mir führen möchte. Ich habe dann zusammen mit Marcel den optimalen Bootsinnenausbau geplant, der es mir ermöglicht, mit dem Boot sehr flexibel beim aktiven Angeln zu sein, aber auch ein möglichst großes Platzangebot und möglichst viel Komfort beim passiven Angeln, beim Leben, beim Schlafen, beim Verbringen von viel, viel Zeit an Bord auf dem Wasser zu haben. Wir haben daraufhin im vorderen Bereich des Bootes eine 2,20 Meter lange Liegefläche eingeplant, die zeitgleich einen möglichst großen Stauraum für meine ganzen Utensilien bietet. Das bedeutet, mein ganzes Angelzeug, mein Proviant, meine Kameraausrüstung, alles, was ich so bei diesen Touren, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin, mit mir mitschleppe, ist alles sicher und wasserdicht verstaut, so dass es überhaupt nicht auffällt. Und zeitgleich kann ich aber genau auf dieser Fläche auch laufen beim Spinnfischen oder nachts drauf schlafen. Ich habe also mein ganzes Geraffel sicher und wasserdicht verstaut, verpackt, kann aber beim aktiven Angeln problemlos auf diesem Stauraum mich bewegen. Hier gibt nichts nach. Kann hier vorne von der Spitze überall schön mit der Spinnrute agieren und kann aber auch zeitgleich problemlos drauf schlafen. Oder kann mit meiner Familie, mit meinen Freunden im Sommer mich drauf sonnen oder diese ganze Plattform hier vorne als Badeinsel nutzen. Ich zeige euch jetzt mal, was in den Stauräumen alles Platz findet. Links und rechts vom Boot sind zwei große, lange Stauräume verbaut. Diese gehen bis vorne, knapp in die Bootsspitze. Hier ist eine große Klappe. Alles schön mit wasserdichten und auch schmutzeinfangenden Rändern verbaut. Also ihr seht, der ganze Schmutz, der ganze Sand, den man beim Angeln immer mal wieder mit ins Boot hineintransportiert, bleibt hier draußen dieser Kante hängen. Kann ich jetzt einfach hier mit den Fingern rauskratzen. Da kommt nichts in eure Kisten rein. Hier in dieser Kiste habe ich einen großen Schlafsack drin, Kopfkissen, Angelköder, einen Eimer.
Und ihr seht, dieser ganze Stauraum, dieser Staukasten geht noch weit vor bis in die Bootsspitze. Da stehen noch ein paar Wanderschuhe von mir, falls ich mal nasse Füße habe. Also hier in diesem Stauraum links und rechts vom Boot passen auch problemlos zusammengesteckte Angelgeräte rein. In der mittleren Kiste im großen Stauraum habe ich alles Mögliche drin. Ganz vorne liegt eine Tasche mit meinen Klamotten. Danach kommt eine Kiste mit Angelsachen, Gummistiefel. Hier habe ich meine ganzen Matratzen auch drin, trocken und sicher gelagert, falls ich auf dem Boot schlafen möchte. Weitere Angelutensilien, ein Setzkescher sitzt hier an der Seite. Und ganz vorne habe ich sogar noch ein paar Lebensmittel. Denn in den Stauräumen bleibt es richtig schön kühl und auch durchlüftet. Das zeige ich euch gleich. Ich habe nämlich auch eine Lüftungsanlage in den Stauräumen dran. Da könnt ihr auch problemlos mal Lebensmittel, selbst im Sommer, längere Zeit kühl und sicher transportieren. Also hier vorne in dem großen Stauraum ist alles Mögliche drin. Also ihr habt da so ein riesen Platzangebot. Den vorderen Deckel, das ist ein richtig schwerer, stabiler Deckel, haben wir zusätzlich mit so einem Gasdruckdämpfer ausgestattet, damit wir den Deckel nicht permanent halten müssen, wenn wir hier irgendwelche Ausrüstungsgegenstände aus der Box entnehmen wollen. Und damit er uns natürlich auch nicht auf den Kopf fällt, wenn wir hier irgendwo rumwursteln. Das ist eine ganz coole Sache. So können wir ganz einfach das Teil schließen und auch wieder sicher aufgehen lassen. Ganz rechts im Boot, in die Kiste gucken wir auch noch rein. Die hat die gleiche Größe, die gleichen Maße wie die linke Box. Hier habe ich aktuell mein ganzes technisches Equipment verstaut. Ladegeräte, Kopflampen, die Drohne, mein Laptop, Kameraausrüstung, weitere technische Geräte, ja, also alles optimal verpackt, so dass es nicht im Boot irgendwo rumfliegt, uns Platz wegnimmt. So ist alles aufgeräumt und es fällt überhaupt nicht auf. Ich habe euch ja eben erzählt, dass auch alle meine Ausrüstungsgegenstände optimal durchlüftet werden, ja. Also es kommt ja immer mal wieder vor, dass man mal nasse Klamotten hier einpackt, eine Badhose oder irgendwelche Gegenstände, die beim Angeln nass, feucht geworden sind. Und wenn ihr dann richtig luftdicht verschlossene Stauräume auf eurem Boot habt, fängt das Ganze natürlich irgendwann an zu gammeln. Ich bin da wirklich nicht der ordentlichste Mensch. Bei mir kommt es auch immer mal wieder vor, dass ich nach einem Angeltrip mein Boot irgendwo parke und ein paar Tage später erst wieder drauf gehe und bin so natürlich heilfroh, dass ich diese Durchlüftung habe, dass nichts gammelt und alles eigentlich nach ein paar Tagen, auch wenn es feucht eingepackt war, wieder im gleichen Glanz erstrahlt, wie ich es reingepackt habe. Ich zeige euch mal dieses Lüftungssystem. Wir haben hier außen im vorderen Bugbereich rechts und auch links diese Lüftungsschlitze eingebaut. Die sorgen für eine optimale Durchlüftung. Die Luft kann jetzt also von jeder Kiste durch alle Stauräume hinweg wandern. Und Regenwasser hat trotzdem keine Chance einzudringen. Hier vorne links, wo ich meistens liege, habe ich mir noch einen Zigarettenanzünder einbauen lassen. Der ist direkt mit einer Batterie im vorderen Bootsbereich verbunden. Hier kann ich dann also problemlos irgendwelche elektrischen Geräte laden. Zwei Batterien sind im Boot verbaut. Die eine liegt hier vorne im vorderen Bootsbereich. Die zweite Batterie liegt im hinteren Bereich in Motornähe. So habe ich zwei Batterien auf meinem Boot verbaut. Eine Verbraucherbatterie und eine Batterie, damit der Motor immer zuverlässig anspringt. Beide Batterien werden aber über die Lichtmaschine meines Außenbordmotors jederzeit bei Fahrt immer zuverlässig wieder aufgeladen. Im vorderen Bereich, genau an der Bootsspitze, am Ende des Castingdecks habe ich einen Minn Kota Bugmotor verbaut. Den nutze ich zum aktiven Angeln, wenn ich auf Wels klopfe, wenn ich vertikal auf Wels angle oder wenn ich auf großen Binnengewässern unterwegs bin und auf Hecht, Zander und Co. mit Kunstködern werfe. Wenn ich nicht aktiv unterwegs bin, sondern mein Boot als schwimmende Angelplattform
irgendwo auf dem Wasser nutze und auch vom Boot aus meine Montagen auslege, kann ich den kompletten vorderen Bereich mit dem Plackett Bootszelt optimal schützen, optimal schließen, habe so eine gemütliche, regensichere, windsichere Behausung. Aber das zeige ich euch jetzt, wie das aussieht. Das Swisscat eignet sich natürlich nicht nur perfekt als Aktivboot zum aktiven Angeln. Ihr könnt auch ganz, ganz bequem, gemütlich drauf übernachten. Ich nutze dafür unser Plackett Bootszelt. Das ist wie gemacht für diese Bootsform. Und jetzt gerade befinden wir uns hier drin. Ich zeige euch mal, wie das dann aufgebaut ist, das Ganze. Hier hinten ist der Schlafbereich. Können ganz bequem zwei Personen oder sogar eine Familie, Kind in der Mitte, nebeneinander schlafen. Wir haben hier so dickere Matratzen genutzt. Wir sind jetzt gerade mehrere Tage unterwegs am Stück und haben hier im hinteren Bereich den Schlafbereich. Für zwei Erwachsene überhaupt kein Problem. Hier vorne die Aussparung, das habe ich euch ja schon erklärt, ist ganz praktisch, weil man dann schön auch noch im hinteren Bereich sitzen kann. Also man muss nicht so über die Schlaffläche sich rausrobben, wenn man in den hinteren Bootsbereich möchte. Man kommt so aber auch an den Stauraum überall perfekt ran. Matratzen einfach hochklappen, Klappen aufmachen und dann könnt ihr alles verpacken und verstauen, was ihr bei der Übernachtung auf dem Boot nicht benötigt. Hier im vorderen Bereich habe ich dann immer unseren Kochbereich. Da stelle ich mir einen kleinen Tisch hin. Da könnt ihr ganz bequem noch im Schutz des Bootszeltes kochen, direkt vom Steuerstand. Hinten haben wir jetzt sogar einen Grill stehen. Das zeige ich euch auch mal. Hier hinten steht unser Grill. Da können wir uns beim Angeln ganz leckere Köstlichkeiten zubereiten. Mit diesem Aufbau in Verbindung mit dem Bootszelt, seht ihr schon, ist es möglich, mehrere Tage, Wochen auf dem Boot ganz gemütlich und auch geschützt zu verbringen. Also ich bin sicherlich jedes Jahr 150 Nächte mit meinem Boot unterwegs, lebe auf dem Boot, angle vom Boot. Ein ganz gemütliches Zuhause auf dem Wasser, wenn man mal längere Touren einplant. Alles ist mit dem Swisscat möglich. Ich habe mich extra für einen Steuerstand mittig im Boot entschieden, denn dieser ermöglicht mir enorme Bewegungsfreiheit auf meinem Boot. Also ich kann links und rechts beim Angeln im Boot mich bewegen, alle Bereiche schön einfach und schnell erreichen und habe auch ein sehr ausgewogenes Fahrverhalten meines Swisscats durch die mittige Gewichtsverteilung im hinteren Bereich vom Boot auf dem Wasser. So, jetzt gehen wir mal vor den Steuerstand. Mein Steuerstand im vorderen Bereich ist geschützt durch eine sehr robuste Scheibe. Die schützt mich vor Fahrtwind, schützt mein Handy vor Fahrtwind, vor Regen und schützt auch mein Echolot. Und hier passt mein Echolot. Ich nutze ein großes Garmin-Gerät ganz optimal rein. Obendran sitzt noch meine Ente, mein Glücksbringer. Über dieser Scheibe, über der Echolot-Technik, haben wir noch so einen Haltegriff verbaut. Dieser ist ganz angenehm bei schneller Fahrt, um sich festhalten zu können, aber auch sehr, sehr funktionell, um bestimmte Ausrüstungsgegenstände hier oben am Steuerstand zu platzieren. Ich habe hier zum Beispiel ein Positionslicht, um nachts auf dem Boot Licht zu haben oder mein Boot, wenn ich noch mit einem Beiboot unterwegs bin, schnell wiederfinden zu können. Ich habe hier noch einen Halter für meine GoPro, um spannende Aufnahmen beim Angeln einfangen zu können. Hier dran hängt gleichzeitig auch meine Sonnenbrille. Hier oben habe ich noch eine starke LED-Lenser Stablampe mit einem passenden Adapter verbaut, um auch nachts weit voraus etwas sehen zu können. Ja, hier sind dann alle Bedieninstrumente angeordnet. Hier drüben an dieser Knopfleiste habe ich Licht, also meine Positionslichter kann ich hier betätigen. Ich kann meine Pumpe betätigen, die ist an einem ganz tollen Ort hier im Boot
schmutzdicht verbaut, das zeige ich euch gleich. Also wenn mal viel Wasser ins Boot eindringt, mein Swisscat-Boot ist selbstlenzend, zeige ich euch auch noch gleich. Aber wenn mal viel Wasser ins Boot eindringen sollte, kann ich es per Knopfdruck einfach rauspumpen, um keine nassen Füße zu bekommen. Hier vorne im Steuerstand, in dem unteren Fach, das mache ich euch mal auf, sitzt mein Tank. Da habt ihr aber auch ganz individuelle Möglichkeiten, das euch selber zu gestalten. Mir persönlich hat es immer gereicht, einen kleinen Tank dabei zu haben. Der sitzt hier drin. Und wenn der leer ist, tanke ich einfach wieder nach. Aber natürlich bietet euch die Aare Werft auch die Möglichkeit, einen großen, voluminösen Einbautank in euer Swisscat in den Boden direkt reinzusetzen, je nachdem, was ihr an Sprit braucht. Ich brauchte das nicht, habe mich deswegen für die Möglichkeit des versteckten Tanks hier im Steuerstand entschieden. Direkt nach meinem Steuerstand folgt eine große Sitzbank mit einer ganz gemütlichen, flexiblen Lehne. Viele Angler verzichten ja auf solche Sitze in ihren Booten, weil sie diesen Platz hier hinten nochmal nutzen möchten. Ich persönlich genieße die Vorzüge einer Sitzbank, entweder bei langen Bootsfahrten oder auch, wenn man mal auf dem Wasser abends ein bisschen chillen möchte. Ich habe nämlich die Möglichkeit, bei dieser Sitzbank die Lehne auch nach vorne zum Lenkrad zu klappen und mich dann in entgegengesetzter Richtung drauf zu flezen, die Füße vorne schön auf den Motor zu legen und einfach mal so ganz relaxed im Boot oder vom Boot nach hinten raus zu angeln, zu relaxen, zu entspannen. Deswegen liebe ich meine Sitzbank. Aber natürlich ist die Sitzbank nicht nur zum Sitzen da. Auch in der Sitzbank ist wieder ein großer Stauraum vorhanden und meine zweite Batterie verbaut mit dem Notschalter. Also ich kann hier hinten drin mein Boot, also die Bordelektronik, anschalten, einschalten, eine Batterie wird geladen, zwei Batterien werden geladen, also auf die Verbraucherbatterie schalten und das Boot komplett lahmlegen. Und zusätzlich findet noch ein Haufen Angelzeug oder sonstiges Material, was ihr benötigt und wasser- und schmutzdicht verpacken möchtet, hier in der Sitzbank Platz. Auf der Höhe meines Steuerstands links und rechts seitwärts vom Boot an der Bordwand habe ich jeweils drei Edelstahlrutenhalter fest verbaut. Also die sind da immer dran. Das ist für mich der optimale Platz, vor allen Dingen, wenn das Bootszelt aufgebaut ist. Denn hier vorne, circa 30 cm vor dem Beginn der Rutenhalter, endet das Bootszelt. Ich kann also ganz bequem, wenn ich auf dem Boot schlafe, vom Boot aus angeln, also meine Routen, auch wenn das Bootszelt aufgebaut ist, ist alles so geplant, dass ich optimal die Routen auslegen kann, aber bei schlechter Witterung mich ins Zelt zurückziehen kann, um auf den Biss des großen Wallers zu warten. In diesem Bereich habe ich auch Anlegemöglichkeiten für Beiboote geschaffen. Ich bin ja auch viel dann, wenn ich auf dem großen Boot wohne, schlafe, vom Boot aus angle, auf ein Beiboot angewiesen, mit dem ich meine Montagen rausbringe. In dem Fall heute ist es ein Bellyboot, das hängt hier ganz sicher an der Seite. Ansonsten sind es Schlauchboote und diese finden ihre Sicherungsmöglichkeit, ihre Befestigungsmöglichkeit bei mir immer an der Seite auf der Höhe der Rutenhalter. So, jetzt gehen wir mal nach hinten in mein Swisscat. Im hinteren Bereich am Heck des Bootes habe ich jeweils auch links und rechts drei Edelstahlrutenhalter verbaut zum Transport von den Ruten bei schneller Fahrt, zum sicheren Transport und natürlich auch zum Spannen beim Welsangeln. Ja, da werden die Ruten oder die Köder ja oft weit vom Boot ausgelegt. Man braucht da richtig Druck und die Rutenhalter müssen auch richtig Druck aushalten, wenn ein großer Waller anbeißt. Also hier auf jeden Fall qualitative Rutenhalter verbauen, ganz, ganz wichtig. Im hinteren Bereich habe ich auch wieder zwei abschließende Kisten, ein mega Stauraum, schauen wir mal rein. Ich weiß gar nicht, was ich alles hier überall an Bord immer dabei habe. Hier in der linken Kiste, also auch bis fast auf den Boden runter, Stauraum. Hier ist alles Mögliche drin, Warthosen, Flossen, Sicherheitsausrüstung, also hier was zum Wasserschöpfen, Schwimmweste
ein paar Sachen zum Welsangeln, eine Box noch mit Posen. Ja. Also ich glaube, mein ganzes Angelzeug, auch das, was ich vermisse, ich sollte mal richtig mein Boot nachsuchen, werde ich hier alles finden. Hier ist alles, wie ihr seht, auch trocken. Hier ist jetzt zum Beispiel meine Warthose. Da muffelt nichts, die ist komplett trocken, alles sicher verpackt und gut verstaut. Ist fast sogar zu viel Stauraum hier an Bord. Ja. Ich muss mal nachher da rumwühlen, ob da irgendwas auftaucht, was ich schon längere Zeit suche. In dem Stauraum werden natürlich auch die elektronischen Leitungen alle schön sauber geführt, zum Motor hin, zum Steuerstand. Alles ist hier schön an der Seite verbaut, dass es uns nicht stört, dass es sicher liegt. Wir selber beim Bepacken des Stauraums nichts kaputt machen können oder lösen können. Und der gleiche Stauraum findet sich nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. Hier direkt hinter meinem Sitz habe ich noch zwei Taschen stehen, nochmal mit Angeltackle. Man kann ja nie genug dabei haben. Ja, und so ist im Großen und Ganzen mein Swisscat aufgebaut und ermöglicht mir perfekte Voraussetzungen. Also wie ihr seht, alles ist möglich, egal welche Fischart es euch angetan hat. Welsangeln, Karpfenangeln, Hechtangeln, aktives Angeln, Angeln mit Kunstködern, Angeln auf großen Binnengewässern, Angeln auf großen Strömen. Wir sind hier gerade am Rhein. Da unten kommt übrigens gerade ein richtiger Pott hoch. Also alles ist möglich und ihr könnt bei Marcel Lehmann in der Aarewerft euch euer Swisscat auch exakt nach euren Vorstellungen, nach euren Wünschen aufbauen lassen. Also da kommt nichts von der Stange. Ihr seid da in die Planung eures eigenen persönlichen Bootes komplett mit involviert und könnt eure Wünsche jederzeit da äußern. Ich fahre mein Swisscat mit einem 115 PS Motor. Mit dieser Motorgröße fährt das Boot mit einer Person und der Ausrüstung, die ich dabei habe, ca. 65 km/h. Das reicht vollkommen aus. In den meisten Fällen fahre ich ja nicht so schnell. Aber es ist immer gut und wichtig zu wissen, dass man etwas Bums hat, wenn man mal ein paar mehr Angler an Bord hat oder mehr Klamotten mit sich schleppt, also mehr Tackle dabei hat, damit man schön aus der Verdrängerfahrt rauskommt, schön die Gleitfahrt kommt und überall sicher und schnell unterwegs sein kann. Zum Schluss wollte ich euch noch die Lenzung zeigen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, die Swisscat-Boote sind selbstlenzend. Ihr könnt also, wenn ihr Hafenlieger seid, ich trailere ja mein Boot immer nach dem Angeln, also holt es auf dem Hänger, fahrt wieder nach Hause, stellt es da vors Haus. Aber viele wollen ja auch ihr Boot in einem Hafen oder an einem Liegeplatz liegen lassen und dann nicht immer hinrennen, wenn es mal regnet, um es auszuschöpfen. Hier unten ist die Lenzanlage. Da würde das Regenwasser dann von alleine wieder rauslaufen, wenn die Lenzung offen ist. Hier hinten seht ihr den Lenzball. Der befindet sich jetzt gerade unter der Wasseroberfläche, weil ich natürlich hinten auf dem Boot jetzt auch gerade drauf knie. Wenn ihr die Lenzung von eurem Boot geschlossen habt beim Angeln, damit kein Wasser permanent ein- und ausdringen kann, haben wir im hinteren Bereich, damit ihr keine nassen Füße bekommt, noch eine vertiefte Bilgeanlage eingebaut. Eine Pumpe, also hier geht es richtig tief runter. Hier liegt auch meine Pumpe drin. Obendran ist ein Gittereinsatz. Extra fixiert, damit grober Schmutz, Blätter, Äste, irgendwelches Zeug da nicht mit eindringen kann und die Pumpe verstopfen kann. Und wenn dann mal zu viel Wasser im Boot sein sollte, gehe ich einfach hier an meinen Pumpenhebel und pumpe das Wasser aus dem Boot heraus. Also ihr seht, wir haben wirklich probiert, bei den Swisscat-Booten an alles Mögliche zu denken, um dem Angler, dem Wassersportler das Leben auf dem Boot, mit dem Boot wirklich so angenehm, praktikabel und effizient wie möglich zu gestalten. Wenig Schnickschnack, dafür aber wirklich Sachen verbaut, die unheimlich wichtig auf dem Wasser sind und euch den Angeltag, die Angelwoche oder die Zeit,
die ihr auf eurem Boot verbringt, draußen in der Natur so angenehm und schön wie möglich zu gestalten. Ich hoffe, das Vorstellungsvideo zu meinem SwissCat-Boot hat euch gefallen, hat euch vielleicht auch ein bisschen inspiriert. Falls ich irgendwas jetzt in meiner Bootsvorstellung vergessen haben sollte, dürft ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren. Natürlich dürft ihr auch die Aare Werft, den Marcel Lehmann, jederzeit kontaktieren, wenn ihr Fragen habt oder vielleicht auch mal eine Probefahrt machen möchtet. Ich verlinke unten in der Videobeschreibung alle Kontaktdaten zur Aare Werft, zur Familie Lehmann direkt, dass ihr auf jeden Fall den richtigen Ansprechpartner habt. Wenn ihr noch weitere Fragen zu den SwissCat-Booten habt oder vielleicht selbst mit dem Gedanken spielt, euch ein SwissCat-Boot ganz nach euren Wünschen aufbauen zu lassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich starte jetzt wieder hier in die Wildnis, versuche noch einen Fisch zu fangen. Viele Grüße an euch, bleibt gesund, euer Stefan. Ciao, ciao,